Oh, Haare, wir lieben sie und manchmal hassen wir sie. Sie sind schön und hässlich. Aber egal, ob du dein Haar liebst oder es hasst, es gibt immer etwas Neues, das du ausprobieren kannst. 100-mal Bürsten macht mein Haar super glänzend. Ist das ein Haar? Ew! Anni, überall fliegen deine Haare rum. Ach, das sind doch nur Haare. Was soll ich machen? Nicht bürsten? Da steckt etwas in meinem Hals. Keine Absicht. Anni, das ist deine Schuld. Ich kann nicht glauben, dass sie weggerannt ist. So eklig. Gleich bin ich fertig mit den Lockenwicklern. Der letzte aufgerollt und festgesteckt. Fertig, das wird toll aussehen. Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Ich kann es kaum erwarten, morgen fantastische Locken zu haben. Ich muss nur einschlafen. Autsch, das ist unbequem. Okay, ich schlafe auf der Seite. Das wird besser sein. Oh, das ist überhaupt nicht besser. Okay, die andere Seite wird funktionieren. Aus dem Weg, ihr Lockenwickler. Ich will einfach nur schlafen und mit lockigem Haar aufwachen. Weißt du was? Vergiss es. Ich nehme all die Lockenwickler wieder raus. Ich fürchte, ich bin dazu verdammt, glatte Haare zu haben. Das ist unfair. Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, zuerst drehe ich meine Haare ein. Dann lege ich sie so über meinen Kopf. Jetzt einfach mit einer Spange festmachen. Perfekt, das hält sicher. Yep, das funktioniert großartig. Okay, jetzt verdrehe ich die andere Hälfte meiner Haare und lege sie rüber auf die andere Seite. Noch eine Spange und fertig. Ausgezeichnet, jetzt bin ich bereit für einen zweiten Einschlafversuch. Ah, viel bequemer. Sogar auf der Seite ist es gemütlich. Schlafenszeit. Was für eine gute Nacht. Oh, stimmt, meine Haare. Ich mach sie auf. Mal sehen, ob das funktioniert hat. Okay, ich schüttel sie einfach mal durch und... Voila, es hat total gut funktioniert. Schau dir diese Wellen und Locken an. Es war auch so viel einfacher als mit den Lockenwicklern. Ich liebe es. Yay für einen tollen Haartag. Und seitliche Beuge nach rechts. Und seitliche Beuge nach links. Ugh. Meine Haare kommen mir ständig ins Gesicht. Berührt den Boden. Ih, mein Haar ist schmutzig vom Boden. So eklig. Ich muss duschen. Aber ich falle mit dem Training zurück. Au, was zum Teufel? Der Typ ist gerade auf meinen Haaren rumgetrampelt. Ugh. Oh, sieht so aus, als hätte Anni wieder Haarprobleme. Psst, hey, Anni, ich habe eine Lösung für dich. Steck dein Haar einfach so zurück. Das ist super süß, aber ich weiß nicht wie. Zeigst du es mir bitte? Klar, bring zuerst deine Haare nach hinten. Dann trenne eine Strähne so ab und... Was macht sie da hinten eigentlich? Und dann drehe ich es wieder um. So. Und dann noch einmal, damit es eng ist. Und fertig. Jetzt bleiben sie zusammen. Nur ein wenig straff ziehen und schon kann's losgehen. Vielen, vielen Dank, Eva. Yes, meine Haare sind mir nicht mehr im Weg. Sind Sie bereit für den großen Test? Denke schon. Und ich berühre den Boden nur mit meinen Händen, nicht mit meinen Haaren. Wow, danke, Eva. Lass uns das machen. Ich liebe diesen Farbton. Der bringt meine Lippen zum Strahlen. Ich trage ein bisschen auf die Mitte meiner Lippen auf. Und dann gut verreiben. Perfekt. Was noch? Ich fühle mich heute mutig. Ich will bunten Lidschatten. Ha? Was ist los? Stopp! Was? Wer sind Sie denn? Make-up-Polizei. Hä? Finger weg vom Lidschatten. Hey, was soll das denn? Du sollst das hier ausprobieren. Die Antwort auf all deine Probleme. Was ist das?
Ich drück das auf dein Augenlid. Und dann, na, schau's dir an. Wow, das sieht super aus. Danke, Miss Officer. Ich mach nur meinen Job, Madam. Aber nun muss ich los. Was für praktische Tipps. Das ist unser Geheimnis, ja? Nein, ich bin dran, das Einhorn zu reiten. Was war das denn? Na gut, ich bin wach. Ich bin definitiv kein Morgenmensch. Oh, was ist das? Ich hab ein Date. Ich muss mich anziehen. Niemand darf mich so sehen. Ich will was Süßes anziehen. Ich schau mal hier nach. Mal sehen. Nee, niemals. Das habe ich echt mal angezogen. Oh, das sieht gut aus. Aha. Wow, dieses Outfit gefällt mir echt gut. Kann's kaum erwarten, das fortzuführen. Nichts kann dieses Date ruinieren. Warte mal. So viele Haare. Mein Waxing ist echt schon eine Weile her. Und die müssen weg. Das mache ich mit dem Rasierer. Der hat schon bessere Tage gesehen. Ich muss was anderes nehmen. Schon gut, ich habe ein Backup. Oh, komm schon. Oh, der ist kaputt. Dann muss die Schere ran. Oh, das ist ja eine schlechte Idee. Warum muss mir das passieren? Ich muss mein Date absagen. Wie ungerecht. Hey, Kleine. Bereitet dir irgendwas Stirnrunzeln? Wie bist du hier reingekommen? Ich bin die Make-up-Polizei. Wir untersuchen Verbrechen gegen die Schönheit. Dieses Verbrechen wäre eigentlich leicht zu lösen. Ein 1020er. Davon habe ich gelesen. Aber ich habe noch nie einen gesehen. Was ist das? Hä? Das ist ein Gute-Fee-Wachser. Deine Achselhöhlen werden glatter sein als glatt. Fangen wir dann mal an. Hier kommen die Wachskügelchen rein. Das müsste reichen. Und nun kommt der Deckel drauf. Die Hitze drehe ich hoch und nun warten wir. Was? Ich habe ein Date. Schau, es ist schon fertig. Ich tauche das Wachsstäbchen ein und beschichte dann das Ende. Das trage ich auf diesen Streifen auf. Gib mir eine Sekunde. Wow, das ist ja cool. Und nun wird gewachst. Na mach schon. Das ist mein bisher schwierigster Fall. Warte, bis die Jungs im Labor davon hören. Aha. Ich bin bereit. Und los. Hey, schau mal. Das lasse ich dann analysieren. Was sagst du dazu? Wow, du bist eine Wundertäterin. Wie kann ich dir jemals danken? Warte, das darf doch nicht wahr sein. Was? Was ist da? Ups, hatte ich total vergessen. Hoffe, du hast genug Wachs. Ich bin immer vorbereitet. Ich glaube, das war dann alles. Ich bin bereit für mein Date. Viel Spaß. Wow, sie ist weg. Ob ich sie jemals wiedersehe? Oh, ich muss los. Hey Leute, verpassen wir dir eine neue Frisur, Naomi? Mir wird ganz schwindelig. Sobald deine Haare verdreht sind, bringe ich sie in einem Dutt zusammen. Okay, du kannst jetzt stehen bleiben. Puh, jetzt müssen wir es nur feststecken. Das war's. Schnell, einfach und sieht toll aus. Oh, ich hasse Putzen. Warum muss alles so staubig sein? Das dauert ewig. Es muss doch einen einfacheren Weg geben, den Boden zu putzen. Puh, meine Haare hängen im Gesicht. Uah. Der Fluch von langen Haaren. Ich kann nicht mal sehen, was ich mache. Uah. Ich brauche eine Putzfrau oder einen Saugroboter. Oh oh. Hey, gib die wieder her. Hör auf, meine Haare zu essen. Lass los. Okay, das reicht. Ich muss was unternehmen. Oh, eine Schere. Genau das Richtige. Ihr wolltet es nicht anders. Moment. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Ich könnte stattdessen diese Haargummis verwenden. Scheint mir die bessere Idee. Ich trenne vorne zwei Strähnen ab und binde sie unter meinem Kinn zusammen. So. Jetzt brauche ich noch einen Haargummi. Nun nehme ich diese Haarsträhne. Und binde sie auch zusammen. Diesen Haargummi platziere ich etwas unterhalb. Das sieht gut aus. Das gleiche auf der anderen Seite. Ich will einen Gittereffekt erzeugen. Hm, jetzt weiß ich, wie ich mit Bart aussehen würde. Okay, fast fertig. Jetzt binde ich die Haare unten zusammen. Ich muss nur sicher gehen, dass alles fest sitzt. Ich bin echt froh um diesen Einfall, statt meine Haare abzuschneiden.
Aber eines muss ich noch tun. Ich lege es einfach auf meinen Hinterkopf. Wow, das ist perfekt. Jetzt sind meine Haare nicht mehr im Weg. Schätze, es ist wieder Zeit zum Putzen. Ich habe keine Lust zu lernen. Was geht, Bro? Wie geht denn dieses Wochenende, oder? Ach, genießt die Aussicht, Jungs. Schau dir die an. Sie können nicht ihre Augen von mir lassen. Worüber redet ihr denn? Alter! Nein! Jungs? Wo sind sie hin? Wie konntest du das nur tun? Das war ein Unfall, ehrlich. Ich wollte euch keine Angst einjagen. Endlich ist der Tag gekommen. Das Paket müsste gleich geliefert werden. Ich muss jetzt hier bleiben. Komm schon. Ich halte diese Warterei nicht aus. Jemand zu Hause? Es ist da! Ich kann es kaum glauben. Hallo, dieses Paket ist für dich. Du musst nur eine Sache tun. Unterschreibe unter dem Strich. Ah, da. Brauchst du einen Kuli? Ich komme damit nicht so gut klar. Ganz ruhig. Gib mir eine Minute. Die Zeit läuft, Lady. Nein. Das soll wohl ein Witz sein. Sorry, wenn ich das blöde Ding nur halten könnte. Oh. Ja, hier. Halleluja. Danke. Für diese Arbeit werde ich nicht genug bezahlt. Soll das eine Unterschrift sein? So kann ich das nicht im Büro abgeben. Ich werde zur Lachnummer. Ah, ich kündige. Alles klar, Nägel, seid ihr bereit für den großen Moment? Wer braucht schon ein Messer, stimmt's? Ich komme rein. Wow, ist die nicht der Wahnsinn? Sagt tschüss, lange Nägel. Partydekoration, check. So langsam sieht es nach einer Party aus. Ohne Ballons ist das keine Party. Ja? Was machst du denn? Ach, nasse Nägel, hallo. Tolles Timing. Also echt. Ach, hey! Das brauche ich noch. Ach, bist du jetzt zufrieden? Und meine Nägel sind ruiniert. Oh, wie schade. Eigentlich sind sie gut. Oh, naja, so gut wie. Oh, die sehen schrecklich aus. Ich schneide sie lieber ab. Bist du bereit? Das wird nicht wehtun. Wow, yeah. Gleich fertig. Zeig, was du kannst. Das ist anstrengend. Die sehen toll aus. Wow, ich habe eine Idee. Du brauchst einen Ballon und Nagellack, um darauf zu malen. Tunke die Nagelspitze in die Farbe. Dasselbe machst du mit allen Nägeln. Perfekt! Wenn du fertig bist, brauchst du einen Topcoat. Sieh dir diese geraden Linien an und wir sind fertig! Wow! Es geht doch nichts über Teamwork. Die sind so schön! Oh, die Gäste! Versteck dich! Oh je, ich bin noch nicht fertig! Ja. Oh, diese Frisur ist fantastisch. Könnte ich auch solche Locken haben? Das muss ich herausfinden. Mal sehen. Eine Strähne nach der anderen, richtig? Das ist gar nicht so schwer. Aber wie lange soll ich jetzt warten? Okay, noch ein bisschen. Yep. Hey, was machst du da? Machst du gerade Toast? Dein PC hat sich aufgehängt. Nicht doch. Alles okay. Deine Haare. Ich weiß, was ich tue, okay? Was? Mein PC hat sich wirklich aufgehängt. Hier riecht es voll nach Rauch. Ja, das dachte ich mir. Das wächst wieder nach. Keine Sorge. Was ist das? Oh, meine Oma. Hey. Hi, Omi. Wieso trägst du so viele Socken im Haar?
Na, für die Locken. Ohne Hitze? Du brauchst einen ganz normalen Socken dafür. Seht gut her, Mädels. Wieso habe ich denn davon noch nie gehört? Seltsam. Das werden fabelhafte Locken. Nicht schlecht. Bye, Omi. Hab dich lieb. Naja, ein Versuch ist es wert. Wo gehst du hin? Wir probieren Omis Sockentrick aus. Okay. Aber sei vorsichtig, okay? Verbrennen kannst du dich schon mal nicht. Und er rollt bis nach oben. Nun verknote ich den Socken. Und das war's schon. Nimm so viele Socken, wie du magst. Das ist irgendwie funky. Und jetzt abwarten, oder? Hä? Es ist schon morgen. Mal sehen, wie die Locken aussehen. Okay, ich bin bereit. Das wird sowas von gut. Bisher sieht es gut aus. Wow. Hallo, Locken. Der Sockentrick ist Gold wert. Das ist unglaublich. Omi hatte recht. Wirklich schöne, volle Locken. Meine Omi! Hast du meinen Sockentrick ausprobiert? Ist das wirklich du? Wann hast du dir denn die Haare gefärbt? Ihr Haar sieht besser aus als meins. Draußen ist es so kalt und feucht. Oh nein, meine Haare sehen so angeklatscht aus. Aber das kann ich beheben. Ein bisschen heiße Luft vom Föhn wird's richten. Das fühlt sich schon viel besser an. So, jetzt sehen sie wieder gut aus. Hä? Das ist aber nicht normal. Bleib unten. Okay, das ist nervig. Was kann ich dagegen tun? Na klar, diese Lockenwickler werden mir helfen. Wow, das ist ganz schön schwierig. Schätze, das ist mein neuer Look. Außer... Nein, das ist eine schlechte Idee. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Diese Aloe Vera könnte nützlich sein. Das wird auf jeden Fall klappen. Ich quetsche das Aloe-Gel auf meine Mascara-Bürste. Viel brauche ich ja nicht. Das reicht auch schon. Dann fahre ich mit der Bürste durch meine Haare. Aloe wirkt nicht nur als Haarmaske, sondern fixiert das Haar auch. Ich forme mein Haar zu einem Wellenmuster. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Wow, das sieht fantastisch aus. So stylisch. Das muss ich mir fürs nächste Mal merken. Hi. Nur die Spitzen bitte. Aha. Das wird deine Kleidung vor den Haaren schützen. Okay. Du lehnst dich einfach zurück und entspannst dich. Nur die Spitzen. Schon vergessen? Aber was ist denn mit dem Licht passiert? Ah, mein kostbares Haar! Sieht gut aus. Wie ein Pferdeschwanz, hä? Fräulein, geht's dir gut? Ich kann das nicht. Mädchen und ihre langen Haare. Eine weiße Leinwand. Was für einen schönen Knochenbau du hast. Perfekt für was Ausgefallenes. Oh ja, ich kann's schon sehen. Bist du bereit? Gefällt's dir? Oh, genau das, was ich wollte. Stimmt so. Ich muss meine Frisur zeigen. Morgen. Julie, was denn passiert? Was? Meine Haare! Hi, Elsa. Guten Morgen. Okay. Was ist denn mit denen heute los? Oh, ich habe ein Pizzagesicht. Was soll ich nur machen? Ach, wie soll ich die denn abdecken? Sind die wirklich so schlimm? Ja, die sehen definitiv nicht gut aus. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Könnte das klappen? Ach.
weiß. Eine gekonnt platzierte Kapuze. Das sollte gehen. Oder nicht? Ich muss für immer zu Hause bleiben. Außer, es gibt noch eine Sache, die ich versuchen kann. Als erstes teilst du dein Haar ab. Das sollte genug sein. Keine Sorge, das ist nur vorübergehend. Wenn der Gummi schön fest sitzt, teile die Haare und steck sie durch. Ordne die Haare so an, dass sie wie ein Pony aussehen. Das Stirnband ist der letzte Schritt. Ja, ich habe mein Mathebuch vergessen. Ah, ich hab's schon. Hä? Warum passiert mir das immer? Raus da! Julie? Boah, die neue Ponyfrisur sieht klasse aus. Hast du das selbst geschnitten? Sorry, ich gehe jetzt lieber zum Unterricht. Ob ich das mit meinen Haaren auch machen kann? Ich könnte wie ein Modell aussehen. Ich bin sowieso fällig für ein Makeover. Ich könnte die eigentlich auch selbst schneiden. Ah, wie schwer kann das schon sein? Einfach die Haare nehmen und schneiden, schneiden, schneiden. Tada! Ah, was habe ich getan? Ich bin entstellt. Zum Glück habe ich heute eine Mütze auf. Ich muss noch mindestens 10 weitere kaufen. Ich hoffe, dass diese Katzen-Memes niemals enden. Ich hoffe sehr, dass Kate Rosen mag. Wird schon schief gehen. Wer ist das? Oh, es ist 20 vor 2. Ich bin noch nicht mal angezogen. Hallo? Kate, du siehst wunderschön. Sind die für mich? Oh ja. Danke. Ich liebe Rosen. Aber ich muss mich jetzt fertig machen. Ich denke, ich kann warten. Wie lange wird das schon dauern? Okay, keine Panik. Was zuerst? Mein Föhn natürlich. Ich wünschte, er hätte einen Turbo-Trocken-Modus. Mann, ich habe langsam echt Hunger. Ich habe ja Zeit, oder? Nein, nicht jetzt. Oh Mann. Danke, das hilft mir definitiv erstmal weiter. Oh, bin ich das? Ich muss diese Verfilzung rausbekommen. Autsch. Das darf doch nicht wahr sein. Noch ein Tag vorbei. Ich wünschte, ich hätte einen Kalender hier. Diese Blumen sind längst hinüber. Genau wie unsere Beziehung. Okay, die rechte Seite ist offiziell fertig. Ich hoffe, ich habe dafür noch Energie. Ich kann das nicht nochmal lesen. Warum habe ich mir ein Mädchen mit langen Haaren ausgesucht? Ist mein Haar wunderschön oder was? So geschmeidig und glatt. Ich gehe besser zu Thomas. Okay, ich bin soweit. Thomas? Was ist mit dir passiert? Das darf nicht wahr sein. Ich schätze, wir gehen nicht zum Abendessen. Yep, viel Totes auf dieser Bank. Mein Fehler. Perfektion. Ich schätze, ich gehe jetzt lieber los. Oh nein, der Fleck ist ja riesig. Ich kann das nicht anlassen. Das ist total ruiniert. Autsch, warum passiert das immer mir? Komm schon. Okay. Du willst es auf die harte Tour. Nein, das klappt nicht. Es ist total verknotet. Nun, ich kann nichts mehr tun. Komm schon. Dummes, gesundes, starkes Haar. Ich habe keine andere Wahl. Willst du zum... Was ist passiert?
Lass mich dir helfen. Du brauchst nur eine zusätzliche Hand. Alles gut. Du bist fantastisch. Wollen wir los? Komm schon. Heißer Tag, was? Oh Mann, ich hasse es, wenn das passiert. Thomas, hilf mir mal. Ach, du und deine Haarprobleme. Alles gut. Das war mal an mir dran. Was? Du hast gesagt, ich soll sie abnehmen. Oh, ups. Jaha. Meine Mutter ruft an. Ich kann das nicht glauben. Es ist okay, schönes Haar. Verzweifelte Zeiten rufen nach verzweifelten Maßnahmen. Das sollte besser klappen. Ich glaube, es klebt. Oh nein, es ist hoffnungslos. Dieser Unterricht ist ein Schnarchfest. Ich kann nicht mehr lernen. Ich könnte einen süßen Muntermacher gebrauchen. Das sollte genau das Richtige sein. Lass uns ein bisschen spielen. Oh yeah. Doch. Schwach. Was für eine traurige Blase. Darin bist du echt schlecht. Ach, und du kannst es besser. Gib mir einen, schau zu und lerne. Kate, du machst wirklich Fortschritte. Oh Mann. Beeindruckt? Das kann ich definitiv besser. Sie wird immer größer. Ich verliere die Kontrolle. Yes. Ha. Oh, du willst es wissen? Oh, oh. Wie hast du das so schnell geschafft? Du wirst hyperventilieren. Es wird böse enden. Geschafft. Ja. Das war der Hammer. Aber jetzt kippt alles in meinen Haaren. Du hast verloren. Oh, das hätte ich kommen sehen müssen. Hallo, Oogie Woogie. Das ist Mr. Einhorn. So ein Müll. Was läuft noch? Hey, du. Ja, du. Steht dein Haar zu allen Seiten ab? Etwa so? Wie peinlich. Ja, das tut es. Brauchst du ein Makeover? Dann brauchst du diesen Haargadget. So schick, so stylisch, so modern. Das ist wie ein Zauberstab, nur für deine Haare. Er ist für alle Haartypen geeignet. Hast du Haare? Er stylt sie dir. Probiere es selbst aus. Oh, okay. Sieh dir das an. Was ist denn, Mami? Das ist der Wahnsinn! Verabschiede dich von Bad Hair Days! Oh, das ist genial! Die Anwendung ist so einfach! Oh! Wo hast du nur mein ganzes Leben gesteckt? Dein ganz persönlicher Haarstylist! Kauf das, Mami! Aber es gibt noch mehr! Lass deine Haare funkeln! Was für ein Unterschied! Ruf jetzt an, solange der Vorrat reicht! Wow! Ich fühle mich wie ein Model. Was ist hier los? Komm mal her. Nicht bewegen. Sie lieben mich. Wer hat das gesagt? Oh, hi. Das war noch gar nichts. Glaub mir, ich bin der Burner. Bist du dir da ganz sicher? Wirf mal einen Blick in den Spiegel. Hä? Ich sehe umwerfend aus. Wenn du das sagst. Ich könnte noch etwas Lippenstift vertragen. Umwerfend. Zeit für meinen Auftritt. Aus dem Weg. Hi. Wow. Verstehe ich nicht. Soll das ein Witz sein? Ich bin verwirrt. Hm.
sein. Aber, ich muss hier weg. Was war das denn? Psst. Hier drüben. Oh, was ist das? Brillen? Ich brauche keine Brille. Okay, probier die aus. Bis später. Wie seltsam. Oh. Gib mal her. Hey. Ah, wie schrecklich. Kaum zu glauben. Das ist mir so peinlich. Das muss ich sofort abwaschen. Schon viel besser. Und nochmal von vorn. Endlich sehe ich, was ich tue. Zuerst sind die Augen dran. Der Lidschatten ist der Wahnsinn. Das ist schon besser. Was? Das war nur ein Testlauf. Wow! Sie ist umwerfend. Ladies, wir haben einen Gewinner. Wusste ich's doch. Lipgloss ist drauf und das Outfit ist der Hammer. Das letzte kommt zum Schluss. Wieso ist Eyeliner so schwer aufzutragen? Ich kann nicht. Elsa? Was? Oh, es gibt Eyeliner-Probleme. Ich helfe dir. Das ist im Handumdrehen erledigt. Hör auf, so viel zu blinzeln. Oh, das kitzelt. Elsa? Ich dachte, ich müsste niesen. Falscher Alarm. Okay. Oh je. Wieso muss ich plötzlich so viel niesen? Oh, hier stehen ja Blumen herum. Herrje. Oh, ich muss sofort meine Allergiemedizin nehmen. Dann hört das Niesen auch auf. Ich fühle mich schon besser. Schau mich gerade an, okay? Meine Hände zittern ein bisschen. Drehen. Oh. Und fertig. Das sieht toll aus. Oh, mein Handy klingelt. Ich habe Angst. Ah! Das muss ich sofort abschminken. Wo ist mein Make-up-Entferner? Hoffentlich hilft dir was. Okay. Puh. Endlich sehe ich wieder wie ich aus. Ich muss immer noch mein Make-up machen. Elsas Medizin. Die behalte ich. Ich brauche nur ein bisschen Plastik. Einen Tropfen Kleber. Und ein stumpfes Stäbchen. Nice. Das klebe ich nun hier hin. Warte, bis es trocken ist. Dann kannst du loslegen. Male mit dem Eyeliner darauf. Und bevor es trocknet, drückst du es an dein Auge. Wow, der perfekte Wing. Die restliche Linie schaffst du allein. Hallo, Hübsche. Heute sehe ich besonders gut aus. Wuhu. Manche Mädels sind schnell fertig. Nichts davon passt. Ah. Was ist denn da los? Sky? Ich habe nichts zum Anziehen. Wir sind spät dran. Beeil dich. Warte, ich muss mich noch schminken. Okay. Wow. Was ist das denn? Mein Make-up ist ruiniert. Was soll all das Drama, Sky? Mein Make-up ist hinüber. Und das ist seine Schuld. Oh, er hat was gegen mich. Beruhige dich wieder, okay? Ich helfe dir, keine Sorge. Ich weiß nicht, ob das noch zu retten ist. Mit diesen drei könnte noch etwas gehen, oder? Dann mal los. Halte still. Das wird nicht wehtun. Ich verpasse dir ein Smoky Eye.
Perfekt. Fehlt nur noch das Verblenden und die Wimpernzange natürlich. Und etwas Mascara als letzter Schliff. Echt hübsch. Und noch etwas Farbe für die Lippen. Spitz die Lippen. Die pinke Farbe wird dir voll stehen. Und zusammenpressen. Bist du bereit, deinen Look zu sehen? Du wirst ihn bestimmt lieben. Oh, wow. Und du hast nicht mal Lidschatten benutzt. Eines der großartigen Dinge, wenn man eine beste Freundin hat, ist nach der Schule abzuhängen. Und noch besser, du kannst dich in ihrem Kleiderschrank austoben. Wow, Amys Sachen sind so cool. Ich frage mich, ob sie irgendwas hat, das ich mir für die Party am Samstag ausleihen könnte. Oh, diese Jeans-Shorts sind echt toll. Ja, aber denk dran, dass die Kleidung deiner viel größeren Freundin bei dir möglicherweise etwas anders aussieht. Aber es sind doch nur Jeans-Shorts. Wie unterschiedlich können die schon sein? Ich probier's mal. Hey Amy, wird's dir was ausmachen, wenn ich diese Jeans-Shorts ausleihe? Ich denke, ich könnte sie am Samstag total rocken. Bitte, bitte? Klar, warum nicht? Wirklich? Ja, ich werde der Hit der Party sein. Na, wenn du's sagst, Sophia. Bin ich das oder sah dieses Teil am Bügel irgendwie viel kleiner aus? Ja, Sophia hat den drastischen Größenunterschied zwischen ihr und Amy definitiv nicht berücksichtigt. Meine Güte, da könnten ja zwei von mir reinpassen. Naja, Amy, zumindest musst du dir keine Sorgen machen, dass Sophia deine Klamotten klaut. Ja, Kunstunterricht, die beste Zeit des Tages. Im Ernst? Warum sind diese Schreibtische so verdammt klein? Unglücklicherweise scheinen für große Mädels wie Amy diese Schultische nie genug Beinfreiheit zu haben. Siehst du, ich kann die ja kaum übereinander schlagen. Na, das nützt nichts. Ich denke, ich werde eine Stunde lang unbequem hier sitzen. Nicht wirklich. Ich werde nicht länger für diesen Unsinn einstehen. Ich benutze meine langen Beine, um mich von diesen winzigen Schreibtischen zu befreien. Sieht so aus, als müsstest du wirklich dringend pinkeln. Lach nur, Sophia. Ich mein's ernst. Vorsicht, Amy, du verletzt dich noch. Oh, sieh dir das an. Oh nein, deine Stifte. Ups, na, zumindest habe ich jetzt mehr Beinfreiheit. Problem gelöst. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Boah, das Video ist so witzig. Oh, ich hatte die Dusche wirklich nötig. Es ist ziemlich nass. Schau dir das an. Wow, alles trocken. Ich versuche das auch mal. Es ist auch nass. Meine Haare sind einfach zu lang. Ich wusste nicht, dass ich in der Spritzzone sitze. Oh Mann, das ist eine Menge Wasser. Sorry. Brauchst du das? Gut, dass die schnell trocknen. Cool. Okay, ich habe noch einiges zu tun. Ich putze mir einfach die Zähne, während ich warte. Nur ein paar Minuten. Oh, ich hoffe, wir verpassen nicht den Bus. Immer noch am Föhnen, ha? Huh? Es fühlt sich nicht so an, als ob hier irgendwas passiert. Bist du bald fertig, Kylie? Natürlich nicht. Lange Haare brauchen einfach mehr Zeit zum Trocknen. Okay, viel mehr Zeit. Es ist ein neuer Tag und das bedeutet eine neue lustige Frisur. Habe ich heute einen guten Haartag oder was? Hallo, Haargummi. Ich denke, ich trage sie wieder offen. Ich trage heute einen Pferdeschwanz. Und glatt und offen. So sind sie. Nichts sieht so fabelhaft aus wie ein Zopf. Naja, gleiche Haare, anderer Tag. Dieser Dutt ist perfekt. Nee, warum rumspielen, wenn das gut aussieht? Er kann wirklich eine Menge Frisuren machen. Ach, kurze Haare sind so einschränkend. Sehen die nicht fabelhaft aus? Ich wünschte, ich könnte auch was Lustiges machen. Ah, mein Date mit Joey. Aber ich sehe so langweilig aus. Na, Haarspray wird die Sache aufpeppen. Das ist wie eine Frisur aus der Dose. Ah, ich kann das Volumen schon spüren. Ziemlich gut für kurze Haare, oder?
Wow, Mann, hier draußen wütet ja ein Tornado. Ich kann nichts sehen. Oh, ich bin so froh, dass du da bist, Julie. Ja, das ist schön. Glaubst du, er mag meine Haare? Ich bin gleich wieder da. Was? Habe ich Mundgeruch? Du hast keine Zeit, dir die Haare zu machen? Ein schneller Pferdeschwanz ist die einfachste Lösung. Aber was wird denn damit? Ja, da müssen Haarnadeln ran. Sieht schon viel besser aus. Man kann tatsächlich mein Gesicht sehen. Auf jeden Fall, ich stimme voll zu. Oh, das Mittagessen auszulassen war eine schlechte Idee. Red weiter, ich höre zu. Stimmt. Warte eine Sekunde. Ah, ich habe mir die Haare abgehackt. Ich rufe zurück. Mein geliebtes Haar. Julie? Was hat's denn mit den ganzen Haarklammern auf sich? All die blöden Babyhaare. Ja, sieht aus, als hättest du hier was vergessen. Sie sind genau hier. Oh, wie konnte ich das übersehen? Oh, ich muss das alles nochmal machen. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Liebst du Eiscreme auch so sehr wie ich? Auf jeden. Eiscreme ist das Beste. Oh my gosh. Was? Was ist denn? Wo schaust du hin? Oh. Oh wow. Er sieht sowas von cool aus. What the heck? Warum ist es plötzlich so windig? Hey, Navi! Oh, so viele Haare im Gesicht. Hä? Igitt, meine Haare sind voller Eiscreme. Na toll. Ekelhaft. Jetzt werden meine Haare zusammenkleben. Alles okay? Oh, das tut mir leid. Dein Haar ist in meinem Eis gelandet. Voll eklig. Igitt, das brauche ich nicht mehr. Jetzt ist mir der Appetit vergangen. Nie wieder Eiscreme. Immerhin ist der süße Junge noch in der Nähe. Aber meine Haare sind einfach nicht zu bändigen. Was mache ich jetzt? Hey, beruhig dich mal. Ich kann dir helfen. Siehst du? Tada! Das ist genau das Richtige für deine Mähne. Oh wow, das ist echt lieb von dir. Dankeschön. Okay, mit diesem Haarband werde ich meine Haare bändigen. Das Band kommt unter meine Haare. Dann mache ich einen Knoten und ziehe fest zu. Ich ziehe so lange, bis ich meine Haarspitzen erreicht habe. Bin ich an den Spitzen angekommen, ziehe ich sie wieder nach oben. Dann binde ich eine Schleife auf meinen Kopf. Die Schleife ziehe ich schön fest, damit meine Haare nicht überall herumfliegen. Na, wie gefällt euch die Schleife? Jetzt kann Wind und Wetter kommen. Oh, da kommt er. Oh, hey. Oh, hey, er winkt mir sogar zu. Hi. Hey, Bro, zieh dir das rein. Mist, er interessiert sich nicht für Mädels. Mach dir nichts draus. Das Haarband steht dir. Das sieht gut aus. Aber was noch? Ich weiß, Eyeliner. Genau das, was noch gefehlt hat. Nur ein kleiner Strich. Okay, so sollte das nicht aussehen. Okay, ich versuch's nochmal. Hä? Das ist schwerer als gedacht. So kann ich doch nicht rausgehen. Oh nein, ich habe keine Zeit mehr. Okay, konzentrier dich. Ganz ruhig. Der Liner malt nicht mehr. Komm schon. Der ist alle. Das ist so nervig. Ich muss das wieder abschminken. Hey, Ashley, bist du fertig? Wir müssen los. Ashley, alles okay? Schätze nicht. Das ist ein interessanter Look. Ich hatte einen Make-up-Unfall. Keine Panik, ich helfe dir. Du brauchst nur Klebestreifen. Wirklich? Klebe es dir einfach an die Seite deines Gesichts. Okay, verstehe.
Es ist ein Versuch wert. Mit diesem Hack sieht dein Eyeliner immer perfekt aus. Platziere einen Streifen Klebeband unter deiner Nase und dann zu den Augen hoch. Kleb dann einen weiteren Streifen über dein Augenlid. Das sieht vielleicht komisch aus, aber vertrau mir. Mach dann etwas schwarzen Lidschatten auf deinen Finger und verteile ihn in deinem Augenwinkel. Das Klebeband wirkt wie eine Schablone. Dann ziehst du das Klebeband wieder ab. Dein Augen-Make-up sieht perfekt aus. Das sieht so gut aus. Gefällt mir super. Ich wusste, dass das klappt. Aber wir müssen jetzt los. Oh, okay. Fast fertig. Gut, was jetzt? Oh, ich sollte noch was mit meinen Haaren machen. Locken sehen immer gut aus. Jetzt muss ich nur warten. Das sollte reichen. Was? Wo sind denn meine Locken? Warum klappt das nicht? Ich kapiere es nicht. Das Kabel. Du hast es angeknabbert? Warum? Das kann ich nicht wieder ganz machen. Warum passiert mir immer sowas? Ich werde nie Locken haben. Ist alles okay, Schatz? Was ist denn los, Liebes? Mein Lockenstab ist kaputt. Schau. Vielleicht bekomme ich das hin. Ich brauche nur deine Haarbürste. Was? Mama, ich will locken. Zuerst nehme ich eine Haarsträhne. Dann wickle ich sie um die Haarbürste. Sie muss schön fest rumgewickelt werden. Wir brauchen auch etwas Hitze. Dafür nehmen wir den Föhn. Dann lass das Haar einfach nach unten fallen. Unmöglich! Mach weiter, Mama! Das ist ganz leicht und wird dir wirklich gut stehen. Das ist die letzte Strähne. Okay, das war's. Wie findest du sie? Sie sind perfekt. Danke, Mama. Gerne, Schatz. Viel Spaß. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Hey, Amy. Na, durstig? Oh, macht's dir was aus, wenn ich einen Schluck davon nehme? Ich hab so einen Durst. Na, der Durst dieser Freunde mag der gleiche sein, aber ihr Größenunterschied lässt Gegenstände kleiner oder größer erscheinen, als sie wirklich sind. Hier geht's zu einer weiteren Erkundungstour zwischen klein und groß. Snacks? Lacher? Es muss ein Filmabend sein. Ihr werdet es nicht glauben, unser Team hat gewonnen. Hä? Oh, wow, Amy. Schauen wir uns die Trophäe genauer an. Oh, du hättest sie mal sehen sollen. Ich habe die ganze Zeit geslamdunkt. Oh, schau dir dieses Baby an. Nichts geht über unterstützende Freunde, damit sich ein Sieg noch besser anfühlt. Du bist dran, Sophia. Du kommst da nicht ganz hin, oder? Okay, Amy. Denkst du, du kannst das High Five für deinen Lieblingsshorty anpassen? Und yes! Oh, Zeit zum Aufwachen und sich auf den Tag vorzubereiten. Bis später, Bademantel. Wenn du so groß bist wie Sophia, wirst du wahrscheinlich nie darüber nachdenken, ob du in eine Dusche passt oder nicht. Siehst du, ihre Haare werden in Rekordzeit nass. Und wenn es darum geht, sich einzuschäumen, sind die Dinge ein Kinderspiel. Hey, das Zeug riecht unglaublich. Ist das Mango? Oh, lecker. Amys Duschen sehen jedoch ein bisschen anders aus. Oh, kann dieses Ding nicht höher? Komm schon, beweg dich. Sieht aus, als würde Amy heute Morgen wieder eine Runde Duschsquats machen. Ja, und runter geht's. Wenn du so groß bist wie Amy, wird das Duschen eher zu einem bizarren Tanz als zu einer Reinigungssession. Es geht darum, genau im richtigen Winkel unter den Duschkopf zu gelangen. Autsch, Mann, das hat wehgetan. Okay, es reicht. Ich spare ab heute für einen Umbau des Badezimmers. Oh, bis du mit dem Duschen fertig bist, bist du völlig erschöpft. Und du dachtest, Duschen sei entspannt? Wie auch immer. Ein weiterer Freitagabend, eine weitere lahme Party. Hey Amy, willst du tanzen? Was denn los mit dir, Sophia? Willst du mit mir tanzen? Oh Mann, die Party geht aber ganz schön schnell bergab. Warte, ich weiß genau, was zu tun ist, um sie ein bisschen zu beleben. Wer möchte gerne Limbo spielen? Oh ja, ich liebe dieses Spiel. Ich werde dieses Ende halten und Bella kann anfangen. Zeig uns, was du kannst, Mädel. Puh! Während Limbo ein super lustiges Partyspiel sein kann, kann es für manche ein bisschen einfacher sein als für andere. Und leider hat das viel mit Größe zu tun. Oh, pass auf deine Nase auf. Oh Mann, du hast dich aber ganz schön gestoßen, Amy.
Mal sehen, ob Sophia unter dem Limbo-Stock etwas anmutiger sein kann, wenn sie dran ist. Keine Sorge, Leute. Ich habe das total im Griff. Gut, Sophia. Zeig uns, was du kannst. Ah, sie muss sich ja nicht mal zurückbeugen. Boom, Baby. Ich habe dir doch gesagt, dass ich der Limbo-Meister bin. Oh, echt hübsch. Hey, Mickey. Na los, du musst dich fertig machen. Bin doch schon dabei. Ich wähle den perfekten Look aus. So sehe ich, welche Augenbrauenform zu mir passt. Die hier ist es. Ich muss sie nur noch aufmalen. Und jetzt noch etwas Lidschatten. Der gefällt mir. Das ist sowas von einfach. Ich liebe die Farbe. Zeit für den Eyeliner. Gute Wahl. Nur noch ein bisschen. Es fehlt aber immer noch etwas Make-up. Mal sehen, wie ich meine Wangen schminke. Das wird süß aussehen. Ich muss meine Hand ruhig halten. Was noch? Ah, Lippenstift. Ich liebe diese Farbe. Den hätte ich schon früher benutzen sollen. Das war's. Okay, ich bin bereit. Und, was sagst du? Das sieht so witzig aus. Mir gefällt es. Tut mir leid. Gut, sie ist weg. Verhalte dich unauffällig. Das ist meine Chance. Wie benutzt man das? Soll das ein Witz sein? Ich will keinen Bart. So sehe ich aus wie ein Holzfäller. Wow. Einfach wow. Sieh dir das an. Hi. Wollt ihr abhängen? Redet sie mit uns? Lass uns gehen. Wir können hier reingehen. Schnell. Wie unhöflich. Ich wollte nur freundlich sein. Was machen die da drin? Die sind schon ewig da drin. Vielleicht kann ich etwas hören. Ich liebe diesen Bart. Halte mich fest. War das gerade die Toilettenspülung? Mandy? Mickey? Wo sind sie hin? Hä? Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist, wenn ich draufdrücke? Nicht hübsch genug. Wie unfair! Moment mal. Wow. Ich habe eine Idee. Zeit für ein Makeover. Zuerst kommt die Brille weg und mein Gesicht wird gereinigt. Wow, die Tücher sind der Hammer. Nun fülle ich meine Augenbrauen aus. So sehen sie natürlich rund und dicker aus. Die sehen gut aus. Fehlt nur noch Lidschatten. Ich will einen dezenten Ton. Falsche Wimpern geben meinen Augen mehr Ausdruck. Noch etwas mehr Make-up. Ich brauche Concealer auf meinen Wangen und meiner Nase. Mit dem Make-up-Schwamm verblende ich es. Der letzte Touch mit Rouge. Oh, und meine Lippen noch. Der Ton soll auch dezent sein. Die Ohrringe sorgen für etwas Glamour. Meine Haare trage ich offen. Ich sehe einfach umwerfend aus. Okay, zweiter Versuch. Hoffentlich klappt es. Wow, komm rein. Na, geht doch. Hoffentlich zerstört mir das nicht meine Frisur. Eine tolle Party. Jennifer? Wow. Lass uns ein Foto machen. Hey, Jen. Ah, diese Dusche war toll. Sieht gut aus. Was ist das? Super lange Haare? Kate wird nichts gegen Teilen haben. Dann mal los. Irgendwas anders? Ich brauche wohl noch ein paar Sprühstöße. Das sollte reichen. Oh nein, so viele Haare wollte ich nicht. Hast mein Spray gefunden, ha? Kate, was jetzt? Mach einen Friseurtermin. Oder genieße sie einfach. Habt ihr noch warmes Wasser übrig gelassen? Diese Haare brauchen so lange zum Trocknen. Ah, hoffentlich weckt mich diese Dusche auf. Ist das... ekelhaft. Kate hat mehr als unser Hund.
Kate, du hast den Abfluss nicht sauber gemacht. Keine Rücksichtnahme in diesem Haus. Okay, ich kann das. Oh Gott. Warum ist es noch nicht vorbei? Nicht kotzen, nicht kotzen. Oh Gott, jetzt kommt das große Ding. Als ob Rapunzel da unten wohnt. Das muss der Rest sein. Was? Es hängt. Komm schon. Raus. Fertig und ziehen. Wow. Schau dir das Ding an. Ah, das wird morgen wehtun. Mann, das ist wie ein Tier. Warte mal, es bewegt sich. Komm zurück. Da bist du ja, gerade rechtzeitig. Ich dachte, wir könnten zusammen essen. Sieht toll aus. Mh, so gut. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist das ein Haar? Ah, ich hätte ersticken können. So ekelhaft. Oh nein, mein Haar muss da irgendwie reingekommen sein. Das ist inakzeptabel, Annie. Hallo? Sorry, es war ehrlich nur ein Versehen. Boah, weg damit. Ich kann das nicht ausstehen. Fühlt sich an, als ob es in meinem Hals steckt. Oh nein. Irgendwas hat sich da festgesetzt. Hilf mir, ich ersticke. Ich rette dich, Thomas. Stirb mir jetzt nicht weg. Wow. Schau dir das Ding an. Oh nein. Nichts kann diesen Haarball stoppen. Yes, yes. Ein perfekter Treffer. Annie. Sorry. Ich wäre fast gestorben. Ja, tut mir leid. Ich wette, damit geht's dir gleich besser. Bitte? Ach, ich denke, ich kann dir verzeihen. Du weißt, Schokolade ist meine Schwäche. Diese Tafel ist frisch, ich kann es fühlen. Aber Moment. Was, wenn sie nur aus Haaren besteht? Nein, ich kann nicht. Ist es wieder nur ein Mund? Du bist so eine Drama-Queen. Spaziergang durch ein lokales Museum ist immer eine schöne Art, den Nachmittag zu verbringen. Oh, schau dir diesen Kerl an. Ich frag mich, wer das war. Hä? Irre ich mich oder sieht der Typ aus, als hätte er gerade Spaß gehabt? Verstehst du, was ich meine? Wow, schau dir dieses klassische Gemälde an. Man fühlt sich wirklich wie auf dem englischen Land, oder? Oh, ich kann die Blumen fast riechen. Das ist wirklich was Besonderes. Was denkst du denn, was du da gerade machst? Ich bin noch nicht deine Stütze. Oh, sorry, es ist einfach so bequem. Du hast genau die richtige Größe. Och, du bist so süß, wenn du stinkig wirst. Es ist okay, Sophia. Wir Shorties wissen genau, wie du dich fühlst. Oh, wie viele Beine hat denn das Ding? Eklig. Oh, hey, Amy. Toll, genauso kommt man 20 Minuten zu spät zum Unterricht. Na, deinem Laborpartner macht's offensichtlich nichts aus. Supermodel-Alarm, du siehst gut aus. Oh, danke, dass du mir einen Platz freigehalten hast, Kumpel. Was denn los? Wow, hast du all diese Gleichungen alleine gelöst? Mensch, bist du schlau. Ich kann's gar nicht glauben. Ja, Chemie ist mein Ding. Sieht so aus, als wären diese Laborpartner ein perfektes Paar. Hey, was denn da drin? Vorsicht, das ist heiß. Oh, ups. Wow, zwischen den beiden funkt's aber, oder? Ja, so sieht Liebe aus. Hey, der Unterricht ist beinahe vorbei. Willst du ein Eis essen gehen? Aber bevor du zu deinem Date gehst, möchtest du vielleicht sicherstellen, dass ihr beide auf dem gleichen Level seid. Ah, die Probleme großer Mädels, hm? Im Sitzen siehst du viel kleiner aus. Und du sahst größer aus, als du an deinem Schreibtisch saßt. Und in diesem Moment hast du einen potenziellen Freund verloren. Sorry. Oh, diese neue Haarbürste ist fantastisch. Sie macht mein Haar so glänzend. Ich meine, schau dir diesen Haarschwung an.
Fantastisch, oder? Absolut fantastisch. Perfekt. Ich bin bereit, den Tag in Angriff zu nehmen. Oh, Annis Haare sind so wunderschön. Ich wünschte, meine Haare wären auch so. Okay, sie ist weg. Ich benutze einfach ihre Bürste. Oh, das ist nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich nehme den Gummi wieder raus. Das ist nicht fair. Ich will, dass mein Haar fantastisch aussieht. Warte, ich denke, ich habe eine Idee. Das wird total gut klappen. Okay, zuerst binde ich die oberen Haare zusammen. Das muss fest sitzen. Okay, der Zopf ist fertig, also lege ich ihn aus dem Weg. Und nun binde ich den Rest meiner Haare zum Zopf, genau wie den oberen Teil meiner Haare. Ich möchte, dass er fest sitzt. Okay, und fertig. Nun zum nächsten Schritt. Der obere Zopf bedeckt den Gummi vom unteren. Kein seltsam stacheliger Pferdeschwanz mehr. Das sieht wie ein einziger Pferdeschwanz aus. Jetzt benutze ich nochmal Annis Bürste für maximalen Glanz. Wow, Eva, dein Haar sieht fantastisch aus. Danke, Anni. Schön und glänzend, genau wie deins. Wirklich toll gemacht, Eva. Ich weiß, dass sie meine Haarbürste benutzt hat, ohne zu fragen. Ich muss nur noch diese Aufgabe beenden, dann ist Mittagszeit. Wow, Anni sieht so gut aus. Wow, Anni, dein Haar ist so lockig. Danke, ich wollte mal was Neues ausprobieren. Oh, Annis Haare sind spektakulär. Anni, das steht dir ganz ausgezeichnet. Oh, hör auf, jetzt fängst du an zu flirten. Mein Haar ist einfach nur langweilig und platt, wie immer. Hey, ich glaube, dieser Stift könnte mir helfen, das zu ändern. Ich wickle einfach die Haare drum und warte einen Moment. Tada! Das hat wohl nicht funktioniert. Jetzt bin ich wieder total deprimiert. Oh, wir sollten lieber wieder lernen. Okay, ich versuche mitzuschreiben. Mist, mein Stift schreibt nicht. Ich werde ihn anpusten, das hilft meistens. Hey, hast du einen Stift, den ich mir leihen kann? Oh, sorry, das ist der einzige, den ich habe. Eva, kannst du mir einen Stift leihen? Oh, du siehst so traurig aus. Mein langweiliges Haar hat mich deprimiert. Oh, ist das alles? Ich kann dir helfen, Locken zu bekommen. Schau, zuerst nehme ich nur eine Strähne. Ich benutze zwei Finger und wickle deine Strähne um sie herum. Dann ziehe ich das Ende durch. Und ziehe es etwas nach unten, damit es fest sitzt. Das sieht so einfach aus. Ich kann es kaum erwarten, die Locken zu sehen. Halt, zieh es noch nicht raus. Du musst mindestens eine Minute warten. Okay, ich zähle die Zeit runter. Okay, jetzt löse ich es. Wow, ich kann nicht glauben, wie lockig sie sind. Jetzt habe ich einen Kopf voll lockiger Haare. Eva, das steht dir total gut. Danke, Anni. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Immer wieder gerne, Eva. Und jetzt zurück zum Flirt. Warte, wo ist er hin? Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Das passt einfach zusammen. Ohne mich hätte sie nicht diese Haare. Zeit wieder zu glatten Haaren zu wechseln. Wo kommt diese Locke her? Oh, schau dir all diese dummen Wellen und Locken an. Werdet glatt, verdammt nochmal. Funktioniert das Glätteisen überhaupt? Vielleicht ist es nicht heiß genug. Ich sollte es testen. Was? Das ist nicht mal warm. Kein Wunder, dass meine Haare nicht glatt werden. Oh hey, meine Aloe-Pflanze, das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche nur einen Stängel der Aloe-Pflanze. Ich schneide das Ende ab und jetzt schneide ich es vorsichtig der Länge nach in zwei Hälften. Ganz langsam. Ich will mich nicht versehentlich schneiden. Okay, ich habe das Ende erreicht. Ich nehme einfach die beiden Teile auseinander und jetzt brauche ich wieder das Messer für den nächsten Schritt. Ich mache Schnitte den ganzen Stängel entlang. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht ganz durchschneide. Erledigt! Jetzt sind beide Teile bereit und es geht los. Okay, die beiden Aloe-Hälften sind jetzt das Glätteisen. Ich ziehe sie langsam bis zu den Haarspitzen runter.
Wow, schau dir all das Aloe-Gel an. Das ist auch gut, um Verbrennungen zu behandeln. Haarschwung. Au! Kaum zu glauben, dass ich mir den Kopf gestoßen habe. Okay, ich versuche es nochmal. Haarschwung. Jetzt, wo die Haare trocken sind, sind sie total glatt. Nimm das, kaputter Glätter. Ich habe dich nicht gebraucht. Ich und die Aloe haben einen tollen Job gemacht.